Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Little City Big Cat oder so an oder Big City Little Cat irgendwie so. Ich habe den Titel ehrlicherweise vergessen. Hier haben wir jetzt unsere Aufgaben auch noch. Genau, und da bin ich sehr gespannt. Wir sollen einfach zurückkehren zum Zuhause. So können wir auf jeden Fall schon mal spielen. Und da können wir schon mal nicht lang gehen. So können wir schlagen, springen. Oh Gott, wir können sogar hier ein bisschen was machen. Okay, hier geht es auf jeden Fall lang, aber sprinten habe ich noch nicht entdeckt. Man kann nur links, rechts schlagen, hier sich lang schlängeln. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was das ist, aber ich denke mal, dass wir auch hier hochkommen. Kommen wir hier hoch? Sieht schlecht aus. Und hier? Moment, aber wir rutschen immer wieder so komisch ab. Ja, tun wir. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Da oben ist ein Rabe. Können wir hier rüber hoch? Sieht schlecht aus. Okay, ich denke, wir müssen irgendwie hochkommen. Würde auch gerne irgendwie sprinten oder so, aber das habe ich bisher noch nicht entdeckt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier dann hier rein ins Haus. Moment, das können wir aufheben. Achso, können wir das auch anziehen? Aber man kann das auf jeden Fall mitnehmen. Und springen können wir auch. Schön hier drauf. Okay, können wir hier irgendwie Mikrowelle oder so kaputt machen? Sieht schlecht aus. Weil wir können alles hier runterwerfen. Ups. Ein Trümpel. Ich habe irgendwie Katzenerfolge freigeschaltet. Okay, also gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Hier hoch, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das haben wir gerade schon gemacht. Zack. Die Blumentöpfe einfach mal runterschmeißen. Okay. Ja, genau. Und dann mit dem Präzisionssprung. Ah, dann können wir einfach so machen, okay. Dann hier natürlich noch lang, das hier runterkicken, da ist der Rabe. Sieh an, wenn das nicht das fliegende Kätzchen ist, redest du mit mir? Naja, ich sehe hier keine andere kleine Katzen, die zum Spaß unschuldige Krähen in der Luft hauen. Das warst du, tut mir echt leid. Es war ein Unfall, weißt du? Ein Unfall klingt, als bräuchtest du mehr Flugpraxis, aber ich kann doch gar nicht fliegen, wirklich fliegen. Und mit dieser Einstellung lernst du es auch nie. Na los, schlag mit dem Flügel und flieg mir nach. Was? Mit wie, achso, wie sollen sie nur finden? Ich dachte schon, wir können wirklich fliegen. Das wäre interessant gewesen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hin. Zack. Frage ist, kann uns der Mensch da sehen und kriegen wir Ärger, wenn wir zum Beispiel einfach so machen? Und wo geht es hier weiter, ist die andere Frage. Ich denke allgemein hier erstmal hier hin. Oder wir hätten da hochgekonnt, ja, das weiß ich jetzt nicht. Werde ein Künstler. Nein, 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 nicht da. Da. Man kann schmusen. Hier, dann einfach mal hier. Leg mal die Farbe irgendwie auf das Kunstwerk bringen. Zack. Hä? Wo ist die Farbe hier hin? Okay, nochmal. Jetzt ist die Farbe leer. Hm. Moment. Wir können hier einfach so rüber gehen. Hm. Und uns die verschiedene Farbe holen. Ich glaube. Ja, noch die Farbe bitte dahin. Wäre ein Künstler. Haben wir geschafft. Okay. Aber eine Farbe fehlt doch eigentlich noch. Die hier. Zack, hier schön rüber. So, okay. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, hier irgendwie rauszukommen. Ich weiß zwar noch nicht ganz wie. Aber irgendwie müssen wir hier rauskommen. Sieht aber irgendwie schlecht aus. Moment, man kann kriechen.
hier runterkriechen. Dann gehen wir mal hier raus. Gehen hier rüber. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Wo können wir hier aufs Fahrrad? Sieht eher schlecht aus. Können wir auf die Pflanze oben drauf? Auch nicht. Müssen wir. Nee, wir können gar nicht den Weg wieder zurück. Also wo müssen wir hier lang? Können wir hier irgendwie den Schlauch nehmen? Ich weiß ja nicht, ob der was bringen würde. Aber wir kommen hier wieder rauf. Oh. Oder ich wieder hier runter. Und man kann tatsächlich sprinten. Ich habe die ganze Zeit die Sprinttaste bloß nicht gefunden. Okay. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit da runter zu fallen? Das wäre echt nett. Ich will eigentlich nur hier oben drauf. Hallo? So, nicht runterfallen. Danke. So, und jetzt hier rüber. Dann vielleicht hier oben hin. Ja. Okay. Dann hier runter wahrscheinlich nicht. Hallo? Okay, dann eben hier runter. Da hinten ging es lang. Hier. Da kann ich hier durchkriechen. Dann hier durchs Wasser hindurch. Da ist die Krähe dann auch. Okay. Oder auch nicht, weil ich mich mega erschrocken habe gerade. Die Krähe haben wir auf jeden Fall gefunden. Und ich habe mich persönlich auch erschrocken. Nicht nur die Katze. Aber okay. Ich habe keine Flügel. Was? Wie bist du denn dann geflogen? Ich bin nicht von meinem Platz am Fenster heruntergefallen. Und jetzt bin ich hier unten. Wie will ich darauf kommen? Da oben hin müssen wir also. Okay, ich habe die Idee, wie wäre es mit einem möchte gern fliegen von euch flügellosen Kreaturen, das mit Schnaufen, Keuchen und Krallen. Meinst du klettern? Ich habe mich doch gesagt. Du weißt nicht, ob ich genug Energie zum Klettern habe. Ich war schon hungrig, als ich gefallen bin. Und wenn die freundliche Krähe zufälligerweise einen köstlichen Fisch hätte, wirklich? Dann bringt uns das in vertrauten Krähen-Tutorial Angebot und Nachfrage. Für 25, keine Ahnung, Blinkies kann ich dir einen leckeren Fisch voll Energie geben. Was ist ein Blinky? Du musst doch wissen, was ein Blinky ist. Das sind die schwimmenden Dinger, die überall versteckt sind. In Büschen, auf Vorsprung, sogar unter Verkehrsregeln. Und sind die wertvoll. Wertvoll? Die sind unbezahlbar. Sagte es, das unbezahlbar, meinte wertlos, sogar gefährlich für jeden außer für Krähen. Eigentlich dürften sie nicht einmal in der Stadt herumliegen. Jemand könnte sich verletzen. Also wenn du 25 Blinkies sammelst, kann ich dir verantwortungsvoll entsorgen. Wir werden Helden sein. Okay, für einen Fisch. 25 Blinkies. Nicht hier lang? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich kann es noch nicht mal versuchen. Ich brauche irgendwie so komische Blinkies. Beispiel das hier oben. Was, so eine Art Blinky? Ah, das ist ein Blinky. Okay, dann gehen wir mal hier oben hin. Und wieder hochkommen. Oder auch nicht. Nee, schaffen wir anscheinend nicht. Okay, das heißt, wir gehen hier einfach mal wieder rum. Da oben ist noch so eine Art Blinky. Weiß zwar nicht ganz, wie wir da hinten hinkommen. Da ist auch ein Blinky. Vielleicht einmal ums Haus. Vielleicht schaffen wir es dadurch, irgendwo hinzugehen. Wäre auf jeden Fall nice. Da ist der Hund. Wir gehen jetzt hier hin. Und können nicht da hingehen. Vielleicht hier hin irgendwo? Nö. Okay, und hier können wir überhaupt nicht lang gehen. Gut, dann folgen wir einfach mal da. Auf dem Weg das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Nächstes, zack. Und dann hier oben ist eins, habe ich schon gesehen. Hier, zack. Hier unten irgendwo eins. Sieht nicht danach aus. Wir können ja erstmal
oben lang gehen oder auch nicht. Wir können von oben uns erstmal hier so eine Art Überblick verschaffen. Da ist auf jeden Fall eins. Da kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht hin. Das heißt, wir gehen irgendwie hier mal rein und schauen mal hier uns um. Da ist auf jeden Fall so ein Blinky und dafür müssen wir hier hoch. Wahrscheinlich hier hoch. Genau, da ist ein Brett. Zack, dann einmal hier rüber und hier rüber. Dann einmal hier, zack, haben wir dann auch geschafft. Hier oben ist, im Moment, hier oben drauf. Einmal drehen. Einmal hier hoch, okay, zack. Dann haben wir das nächste. Unten sieht es nicht danach aus, hier ist bloß... Kann ich irgendwie auf den Arsch schauen? Warte, kann ich nicht. Es sieht nicht danach aus, als würde der hier rauskommen. Ja, brauchen wir uns das ehrlicherweise nicht komplett durchlesen. Der hält bloß den Abschnitt in unserem Gesicht. Gut, ich denke mal, der kommt hier nicht raus. Oh, wir sollen jetzt ziehen. Okay, ziehen wir einfach mal. Zack. Wir haben ihn gerettet. Den Waschbären. Gängeschön, was kann ich denn für dich tun? Federn. Aber mit Erfolg ganze Federn. Ja. Wir wollen eigentlich nur diese Blinkies hier finden, ne? Ja. Achso, wir bekommen auch Blinkies durch ihn. Okay. Gehen wir mal weiter. Zack, zack, zack. Okay. Gehen wir mal weiter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Gerede. Und wie wir hier rauskommen, ich habe keine Ahnung. Einfach hier unten durch. Zack. Kommen wir hier auch wieder raus. Ich laufe die ganze Zeit gegen die Wände hier. Moment, da oben ist eine Katze. Ein neues Gesicht, ja. Ja, ja. Okay, rot, Vögel springen. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit in dieser Pfütze drin. Oh ne, irgendwie doch nicht. Fange einen Vogel. Moment. Wie fange ich einen Vogel? Ja, ja, ich frage mich bloß hier, wie ich einen Vogel fange. Jetzt doch durchlesen sollen, aber egal. Es ist halt so, habe ich ein bisschen Pech gehabt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hinter dieser Wand. Da ist der auf uns gespuckt oder war das der Vogel? Was? Okay, hineinspringen. Wir können auf jeden Fall in den Müll. Okay, interessant. Und dann sollen wir einfach hier raus wieder. Da ist anscheinend... Doch, da ist was drin. Ah, in dem Müllsprung drin anscheinend auch was. So, hier wird gesagt, nö, geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Hier irgendwie vorbei. Das sieht hier irgendwie nach so einem Ding aus, wo man rauf könnte. Hier irgendwie so und dann ganz nach oben. Nee. Geht irgendwie doch nicht. Ja, schade. Das heißt, wir gehen erstmal weiter. Da in die Baustelle kommen wir nicht. Aber hier kommen wir hoch. Und hier auch. Okay, dann hier vielleicht. Dann hier runter. Und dann hoch. Zack, genau. Und dann haben wir hier was. Okay, so, dann hier weiter. Gehen wir hier runter gehen, hier hochspringen, zack. Dann ist da hinten noch was. Da können wir auch einfach hier runter gehen, zack, springen hier hoch. Dann ist hier ein Ding. Da oben war, glaube ich, ein da auf dem Dach. Aber wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hochspringen können auf diese, ja, Leine nenne ich es jetzt mal. Ist zwar keine Leine, ich weiß, aber wie ich da rüber komme, weiß ich noch nicht. Deswegen belassen wir es einmal. Hier sind noch Blumen. Hier sind irgendwie daraus Blinkies. Moment. Nee. Hoffe nicht. Okay. Keine Hunde, aber Katzen.
Ach, der will uns unbedingt streicheln. Okay. Michi, irgendwo hoch? Ja, können wir. Können auch wieder alles wegschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann so froh ist, der Besitzer hier. Aber wir gehen einfach mal hier hoch. Entrümpeln. Oh. Ich glaube, die ist nicht so gut drauf. Ich dachte schon, die will uns jetzt damit verscheuchen. Okay. Ich glaube, sie ist nicht so gut gelaunt, wenn ich das hier mache. Ah, da ist auch so ein Blinky. Moment, man kann einfach das Geld wegnehmen. Nein, ich bin gegen die Wand gelaufen. Als ob die einfach das Geld wegnehmen können. Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex, dass wir einfach so das Geld wegnehmen können. Okay. Fragen wir mal hier, was bei der abgeht. Irgendwie nicht viel. Hallo? Geh doch nicht hier hoch, danke. Muss ich das dafür fallen lassen? Eben. Ah. Okay, vielleicht sollten wir nicht hier unbedingt die Katze drin stehen. Aber egal. Versuchen wir es einfach mal. Wir sind jetzt exakt in der Katze drin. Okay. Nehmen wir einfach das Geld wieder mit. Lagen hier ein bisschen, zack. Aber hier passiert nicht mehr so viel. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Schauen, wo wir hier hin können und wo nicht. Hier sieht es auf jeden Fall nicht danach aus. Ich weiß nicht, können wir hier so eine Art das Geld hier so reinmachen? Sieht nämlich nicht danach aus. Also ich glaube, das Geld bringt uns nichts. Und hier kommen wir auch nicht drüber. Leider. Da ist irgendwie so, keine Ahnung, so ein Mond oder was das ist. Und ich bringe die ganzen Leute hier zum Stolpern. Och, okay. Aber hier hinten war eine Tür. Ah, so kommen wir. Oh, so kommen wir hier hin. Warum sind wir jetzt so weggeschreckt? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Ball. Okay. Dann haben wir jetzt hier Bananenwitze gefunden. Oh nein. Okay, dann haben wir jetzt eine Bananenmütze, die sehr komisch aussieht, aber okay. Hier ist ein Donut. Ah, ich weiß noch nicht, wie ich die hier bekomme, aber egal. Wir gehen erstmal weiter mit unserer Bananenmütze. Und da ist alles versperrt. Okay, also kommen wir nicht hier lang. Da ist die Pfütze, dann gehen wir mal hier weiter. Da ist auf jeden Fall noch so ein Blinky. Ich weiß gar nicht mehr, brauchen wir jetzt 15 oder 25 war es? Ich glaube 15. Aber ich bin mir da auch nicht mehr so ganz so sicher. Hier geht auf jeden Fall so eine komische Erhöhung hoch, dass man denken könnte, man könnte hier lang gehen. Aber sieht irgendwie überhaupt nicht danach aus. Okay. Gehen wir halt wieder runter, weil hier reinkommen sieht nicht gut aus. Schauen wir mal hier. Hier ist noch mal so eine Kappe. Schauen wir, was wir jetzt bekommen. Wir haben auf jeden Fall diesen komischen Bananenhut an. Und jetzt bekommen wir eine Apfelmütze. Ja, finde ich den Bananenhut schon besser. Viel, viel besser. Ich glaube, das sind die Vögel, die hier so runterkacken. Kann das sein? Jetzt sind wir wieder hier. Aber ein Ding fehlt uns noch. Hier, das da fehlt uns noch. Weiß nicht. Doch, wir können einfach... Oh mein Gott, wir konnten einfach da durchgreifen. Ja gut, dachte ich. Oder habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Und die Krähe war hier. Genau, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Zack. Ah nee. Ah, wir brauchen 25. Ich dachte nur 15. Oh, hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Gut, also müssten wir uns jetzt schon langsam darüber Gedanken machen, wie wir hier irgendwo überall hinkommen. Klettern wir mal hier hin.
Zack, machen wir das mal runter. Ob wir hier irgendwo lang kommen, sieht nämlich nicht danach aus. Und wenn wir hier halt hier rauf gehen, zack, dann hier oben hingehen, dann sind wir schon mal hier. Da ist schon mal eins. Habe ich noch nicht mal gesehen vorhin, aber okay. Dann passiert, wenn wir von hier aufs Auto springen. Und dann versuchen, ich weiß noch nicht ganz wo lang. Da ganz oben ist halt was und ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Weil hier kommen wir gar nicht hoch. Ist auf jeden Fall schwieriger. Hier hinten ist noch so ein Loch. Da kommen wir aber gar nicht lang. Der Weg ist eindeutig versperrt. Hier gibt es keinen Weg durch. Hier auch nicht. Hier haben wir es vorhin versucht. Ja. Weiß ehrlicherweise gerade nicht, wo es lang geht. Man kann so anschleichen. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt, kann das sein? Man kann rennen und schleichen. Aber hier. Hier hinten geht's noch lang. Moment, da ist auch der Hund. Der Hund ist einfach überall. Und hier sind Sachen. Eins ist hier. Dann geht's hier durch, weil hier sonst nirgendwo mehr was ist. Okay. Dann ist hier so ein leuchtendes Ding. Okay. Wir machen jetzt einfach ein Nickerchen. Was es bringt, ich weiß es nicht. Aber okay. Das ist auf jeden Fall ein Vogel. Wenn wir uns anschleichen. Ja, gut. Wie fängt man die denn? Muss ich dann so machen? Moment. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gehen wir hier wieder durch. Hier können wir nicht durch. Da war hier hinten noch was. Okay. Da kommen wir aber nicht hin. Schade. Die geht da aber ganz lässig durch. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Es macht relativ viel Spaß. Es ist so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig. Ich habe nicht viele Minuten reingeguckt. Ich weiß, ich bin aber auch gerade ein bisschen am Vorproduzieren. Das heißt, ich kann nicht so ganz so lange Videos machen. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein und ciao.